Guten Abend, meine Damen. Guten Abend, meine Herren. Ja, ja meine Damen und Herren, wir das Casting-Team von Mars One Project begrüßen Sie auf das Herzlichste zu unserer heutigen Qualifikationsrunde für die Reise zum Mars. Ja, wie Sie ja bereits wissen, werden wir 24 Auserwählte ermitteln, die dann in 6 Vierergruppen die erste Kolonie auf dem Mars errichten werden. Richtig. Ursprünglich hatten wir geplant, nur die besten 24 mitzunehmen. Dann hat das Expertenkomitee sich allerdings doch entschieden, auch Männer zuzulassen. Außerdem leben statistisch gesehen verheiratete Paare länger. Nein, es kommt Ihnen nur länger vor. Landschaftlich wird's ziemlich karg, doch mich macht roter Sand froh. Wir gründen dort als erstes nen Versandshop von Zalando. Was auch immer kommen mag, jetzt geht's weg vom Globus. Fliegen wir direkt zum Mars oder doch zur Venus. Ist mal das Raumschiff rampoliert, fühlen Sie sich isoliert. Immerhin sind Sie zu viert auf dem Weg zum Mars. Sind Sie auch emanzipiert? Verhalten Sie sich kultiviert auf Mars und Venus? Robert! Robert! Was ist denn, Frau? Robert! Ich weiß, wie ich heiße, Carmen. Nee, ich bin die Carmen. Du bist der Robert. Warum eigentlich bloß ein Raumschiff und keine Raumjacht? Meine Güte, bei deiner letzten Botox-Spritze hat der Arzt so tief in die Hirn reingestopft. Da haben wir es wieder. Männer, Mattscheibe, Maulfaul. Moment mal, was heißt hier Maulfaul? Ich meine, ihr Frauen übertreibt da immer auch ein wenig. Ich meine, kaum ist man 2 Jahre lang mit einer Frau zusammen, schon geht das Gemaule los. Ich will wissen, wie du heißt. Dass Männer so wenig reden, das hat mit der Evolution zu tun. Früher, als Männer auf Jagd waren, da war wichtig kurze Sätze mit viel Information. Also sowas wie, Achtung, Tiger. Das war eine klare Ansage und es gab eine Überlebenschance. Wären wir damals mit Frauen auf Jagd gewesen, hätten sie das wahrscheinlich so angehört. Ah, ich werd verrückt. Du wirst nicht glauben, was gerade hinter mir steht. Auch das können Sie sich merken. Ja? Wenn eine Frau was sagt, hat sie ihn durchaus verstanden. Ne? Sie gibt ihm nur eine zweite Chance, seine Aussage nochmal zu überdenken. Das funktioniert immer. Ja, meine sehr verehrten Damen, Sie sehen schon in den Anfangsminuten, zwischen Mann und Frau gibt es einen kleinen Unterschied. Verdammt nach Arbeit aus, die Liebe wohnt in einem Kartenhaus. Jeder Schritt ist ungewiss, wenn sie versucht, ihn einzusperren, ist er schon längst zurück auf seinem Stern. Sie zieht sich an. Männer sehen das völlig anders. Männer denken, muss man sich jeden Morgen guten Morgen sagen? Man sieht doch eh, wenn's hell wird. Frauen wollen Dinge immer wieder hören. Zum Beispiel, du sagst ja gar nicht mehr, ich liebe dich. Der Mann denkt, einmal habe ich's gesagt. Wenn sich was ändert, wird ich der Anwalt verständigen. Ja, nach 4 Jahren Beziehung. Wissenschaftlich erwiesen, nach 4 Jahren Beziehung sagen 50% der verheirateten Frauen über ihren Mann, den würde ich niemand nennen. Und das Erschreckende, in derselben Studie sagten die befragten Männer, bei uns ist alles in Ordnung.
Als wir zum Beispiel ein Kandidatenpaar gefragt haben, das sage und schreibe schon 50 Jahre verheiratet war, was die schönste Zeit in ihrer Ehe war, da hat er geantwortet, die 5 Jahre russische Kriegsgefangenschaft. Das geht, und das schickt er uns in so ein Seitengasser in einen Striptease-Schuppen. Ja, Crazy Horse, das war's ja schon, wo uns der Rezeptionist hinschicken wollte, gell? A hot place. Ja, nackte Weiber halt. Aber geturnt haben's toll. Mit Leukoplast abgeklebte Nippel. Das ist so, wie wenn du bei der Lottoziehung die Zahlen zuklebst. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Männer in 125.000 Jahren ausgestorben sind. Weg. Letzte Vorstellung hat eine Frau gefragt, was so lange noch? Wie ist Ihr Name? Ich bin Boris. Und warum wollen Sie zum Mars? Also, erstens ist der Mars ja rot, ne? Genau wie meine Haare. Und zweitens hat es auf dem Mars ja ganz viel Sand. Ne? Und auf Sand habe ich ja noch gar nicht gewonnen. Und drittens habe ich ja auf der Erde schon fast alle Frauen gehabt. Ne? Männer sind wirklich einfach gestrickt. Ha? Also man muss sich ein männliches Gehirn quasi vorstellen wie einen Knast. Es sind immer zu wenig Zellen da. Wir müssen einfach lernen, unsere Erwartungen an ihre Fähigkeiten anzupassen. Männer bleiben ihr Leben lang Kinder. Das hat auch Vorteile. Also wenn jetzt ein Mann zum Psychiater geht und der sagt, gehen wir mal in ihre Kindheit zurück, der Mann ist schon da. Danke. Respekt. Verschüttet und danke für die Blumen von der Tanke, danke, danke. Du bist mein Held, mein Sexsymbol. Mein Bilder hängt, mein Ruhepol. Auch wenn ein leicht ergrautes Haar nicht mehr so voll ist. Ich finde, dass du uneingeschränkt toll bist. Männer muss man loben, dann bleiben sie stark, dann bleiben sie oben. Ja, aber es ist auch wissenschaftlich erwiesen, wir gehen shoppen, um Stress abzubauen. Ich weiß aber auch, wo er wieder aufgebaut wird. Ich meine, Männer gehen in einen Laden, um etwas rauszuholen. Frauen gehen einfach nur rein. Was sie rausholen wollen, fällt ihnen erst auf den Heimweg wieder ein. Oder manche Männer tragen Hemden, da denkt man sich, wer hat die Couch erschossen? Ja gut, steckt ja schon Männermode. Das Wort ist schon widersprüchlich. Das ist wirklich ein widersprüchliches Wort, genauso wie Rentensicherheit. Aber jetzt mal ehrlich, welcher Mann ist wirklich monisch? Gut, Karl Lagerfeld. Okay, von mir aus auch noch Wolfgang Job. Aber welcher Mann? Also, aber das Schlimmste ist ja, wenn meine Frau sagt, jetzt kaufen wir was für dich. Das ist doch alles überhaupt kein Problem mehr. Das kann man alles im Internet machen und es wird noch frei Haus geliefert. Dann klingelt es, ihr Herz geht schneller. Und der Grund dafür steht mit einem Päckchen unterm Arm vor ihrer Tür. Wladimir, der Wladimir, das erreut er wie keiner je. Er ist der schönste Mann im Land, Wladimir von Hermes Paket verfahren. Wenn wir da oben angekommen auf Mars, müssen wir erst mal gründen, erste Kolonie, weil da oben gibt's nix. Wie nix? Ja nix, kein Häuser, kein Autos, keine Geschäfte. Alter, das wird Geschäft unseres Lebens! Hab ich einen Bruder, kann ganze Marsversorger mit Autos, hab ich andere Bruder, kann Fetthäuser bauen und wir zwei eröffnen korrekt erste Dönerbude auf Mars. Geil, Alter. Aber was? Auf Mars gibt es kein Fleisch von Lamm. Und? In deiner von meinem Bruder ist auch kein Lamm. Und sind wir auf dem Mars gelandet, sind alles ist versandet, doch ich bin ja Ingenieur. Echt? Ja, ich schwör. So
aufgebaut ist auf rotem Sand. Wolmiger Gras, dem ersten Dönerstand. Dann nehm ich Fleisch vom Hammel. Ja, ich sammel Fleisch vom Hammel und Zubehör. Dann nehm ich Fleisch vom Hammel. Ohne Gammel Fleisch nur vom Hammel. Ich schwör. Das heißt, die ganze Kolonie muss auf vegetarische Kost umgestellt werden. Was ja primär erstmal kein Problem ist, ist ja sowieso viel gesünder. Das ist ein Gerücht. Vegetarier leben nicht länger, die sehen nur älter aus. Aber wissen Sie überhaupt, wo das Wort Vegetarier herkommt? Das Wort Vegetarier kommt aus dem Indianischen und heißt übersetzt zu faul zum Jagen. Nee, Hildegund, jetzt sag erstmal Hallo zu den Leuten. Ne? Hi. Also das ist die Hildegurt, ne? Nee, Hildegurt, komm jetzt, sag auch mal was Vernünftiges. Okay, ich bin die Hildegurt und ich hoffe uns allen erstmal eine Friedensfolge. Ja, Frieden wird wichtig sein, aber zunächst wollten wir mal berichten, dass wir schon wirklich jetzt echt uns gut vorbereitet haben und echt viel Flugerfahrung haben. Ja, ich liebe es zu schwimmen. Mit LSD. Nee, ich meinte doch mit der Lufthansa. Sag ich doch, Lufthansa Deutschland, LSD. Ja. Wenn der Mond über dem Raumschiff schwebt, sind wir direkt auf dem Weg zum Mars. Die Probleme auf der Erde werden von hier aus wie eine Farce. Wir fliegen hoch. Ja, weiter als Uranus, zum Stern wird Aquarius. Wer soll das Raumschiff fliegen? Ja, also ich meine, bitte, das steht ja mal völlig außer Frage. Natürlich die Frau, wir wollen ja schließlich auf dem Mars ankommen. Und da die Männer sich stoisch weigern, nach dem Weg zu fragen, kann man sich in so einem großen Weltraum durchaus mal verfahren. Wohingegen das Einparken auf dem Mars sicherlich nicht so ein Problem wird, weil ein, zwei Parkplätze werden noch frei sein. Ja, aber Männer haben den besseren Orientierungssinn. So? Die merke ich mir.